Faktenorientierte Resultate und kreative Ideen. Kann künstliche Intelligenz beides? Eine kurze Information zu meinem Vortrag Grundlagen der künstlichen Intelligenz am 22. November bei der Volkshochschule in Mülheim. Ohne neuronale Netze ist die heutige KI schwer vorstellbar. Wie funktionieren sie? Was können sie und was können sie nicht? Generative Sprachmodelle können mehr als der Name verspricht. Im Bereich Dialoganwendungen übernehmen sie die Erstellung und Korrektur von Texten, Konzepten und die Ideenentwicklung. Bei der Computercode-Generierung und der Fehlersuche sind sie ein wertvoller Helfer in über 20 Computersprachen. Schließlich sind sie fähig, Funktionen eines digitalen Assistenten zu übernehmen. Was versteht man unter einem Aufmerksamkeitsmechanismus? Menschen können sich auf etwas konzentrieren und dabei gleichzeitig weit zurückliegende Informationen berücksichtigen. Wie und wie gut schafft das die KI? Vortrainierte Sprachmodelle können durch menschliches Feedback verbessert und erweitert werden. Dies ist nützlich, wenn man einem Modell beispielsweise spezielles Expertenwissen übertragen will. Wie gut funktioniert das? Wo liegen die Einschränkungen? Die semantische KI gehört zu dem Bereich der faktenorientierten künstlichen Intelligenz. Sie hat eindeutige und transparente Wissensquellen, sie ist von Menschen und Maschinen lesbar. Welche Vorteile bringt das im Zusammenspiel mit anderen KI-Technologien? Was kann künstliche Intelligenz besser oder schneller als wir Menschen? Was können wir besser? Was könnten wir noch besser mit KI? Was sollte KI besser nicht können? Hier sieht man die Details zu den beiden Veranstaltungen, zu dem Vortrag und auch zum Workshop. Die Anmeldung für beide Veranstaltungen geht ausschließlich über die Homepage oder telefonisch bei der VHS.